Traumberuf ist es für mich, weil er einfach total vielfältig ist. Jeden Tag was Neues zu erleben. Man hat jeden Tag neue Personen vor sich sitzen mit anderen Haaren, mit einer anderen Gesichtsform, ein anderer Kleidung, ein anderer Typ, eine andere Persönlichkeit. Und somit ist es einfach vielfältig. Also ich kann mich jeden Tag auf was Neues einlassen und mich dabei auch noch kreativ ausleben. Hier ist es sehr, dass man schaut, dass es dem Kunden gut geht und dass er sich in dem Moment, wo er hier ist, einfach fallen lassen kann oder auch einfach dieses Wellnessgefühl zu geben. Also ist für mich auch sehr wichtig, dass der Kunde sich einfach in dem Moment wohlfühlt und einfach mal ein bisschen abschalten kann auch. Wir arbeiten hier sehr teamorientiert. Also wir achten alle sehr aufeinander und helfen uns auch gegenseitig. Und wir machen auch alle 2 Jahre eine Reise zusammen, ja, über ein längeres Wochenende. Wir waren schon in Moskau, in Barcelona. Also das Team ist sehr offen, freundlich, steht einem immer mit Rat und Tat bei, gerade uns Auszubildenden, die noch nicht so die Erfahrung haben. Und ich habe mich hier sehr, sehr gut aufgenommen gefühlt, als ich hier angefangen habe. Ganz wichtig, dass es meiner Meinung nach schon anders ist wie in anderen Salons, weil einfach schon auch darauf geachtet wird, dass die Menschen zusammenpassen. Es ist zwar schon jeder individuell, aber halt, dass davor schon geschaut wird, dass jetzt hier nicht einfach willkürlich eingestellt wird, sondern dass auch alles ins Gesamtkonzept und auch ins Betriebsklima einfach reinpasst. Ich möchte immer ein Team haben mit Leuten, die ich inspirieren kann, die mich aber auch inspirieren, die leidenschaftlich sind, die aber auch Persönlichkeiten sind, die individuell sind, die irgendwie hier einen ganz besonderen Flair mit reinbringen und trotzdem, wo wir alle miteinander als Team sehr gut arbeiten können. Wir besuchen ja regelmäßig auch Schulungen und Seminare und da sind wir immer unterwegs. Dass man immer wieder was Neues machen kann, dass man individuell arbeiten kann, dass es einfach immer Bewegung drin ist. Das verändert sich ständig durch die Mode und durch die neuen Trends, die einfach rauskommen. Ich war mit dem Stefan eine Woche in London. Da haben wir ein Seminar bei Vidal Sassoon gemacht. Ich liebe es, mich und mein Team weiterzuentwickeln. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.